In diesem Video möchte ich einmal kurz die Bedienung und die Tastenbelegung meines frei erhältlichen Phones Sechter erklären. Ursprünglich habe ich den mal Rameau genannt, bis mir klar wurde, dass es auf diesem Planeten schon jemanden gibt, der eine Schriftart Rameau entworfen hat, die mit Musik nur indirekt was zu tun hat. Ich nehme an, die Autorin ist musikalisch und hat ihren Font nach einer solchen Idee, Rameausche Barockmusik, vielleicht erstellt. Ich weiß es nicht. Aber das ist jedenfalls kein Font, den Sie primär musikalisch nutzen können. Also das sei vorweggeschickt. Ich habe dann diesen Font umbenannt, Sechter. Ich denke mal, das ist jetzt nicht geschützt. Das hoffe ich sehr, dass es nicht geschützt ist. Der Font Sechter enthält Symbole für die Stufen- oder Funktionsanalyse, die Sie primär, das ist der erste Verwendungszweck, in Lua-Tech einsetzen können, einer Engine von Tech. Wenn Sie Tech-Dateien schreiben, übersetzen Sie mit Lua-Tech, können Sie ganz leicht Fonts einbinden, beliebiger Art. Das ist höchst praktisch. Im Standard-LaTeX ist das schwieriger. Aber ich habe von vornherein auch darauf geachtet, dass dieser Font gut in Notationsprogrammen einsetzbar ist. Wenn Sie bei mir Hausaufgaben irgendwie abgeben wollen und möchten gern die Funktionsanalyse direkt ja auch in die Aufgabendatei hineinschreiben, unter MuseScore oder was auch immer. Hier in diesem Falle habe ich mal Sibelius verwendet, weil ich damit schneller umgehen kann. Sonst hat das keinen Grund. Dann wäre es gut, wenn Sie diese Fonts für sich installieren würden. Sie dürfen das als Student um meine Hochschule selbstverständlich tun. Dieser Font ist frei, er ist lizenziert unter der GUST Font License, GFL auch genannt. Können Sie nachlesen hier in der Dokumentation, das ist die Dokumentation des Fonts. Können Sie nachlesen, worum es sich dabei handelt. Das will ich jetzt mal nicht aufrufen. Können Sie ja selber machen, wenn es Sie interessiert. Er basiert auf einem unter Tech entwickelten oder für Tech entwickelten Font, Tech Giore Pagella oder Tech Gaia Pagella. Ich weiß nicht, ob der sich Englisch ausspricht. Das ist ein Klon von der beliebten Schriftart Palatino, von der Palatino-Familie. Und dort stehen eben Symbole zur Verfügung zur Chiffrierung nach der Stufen- oder Funktionstheorie. Ich habe mich stark angelehnt an die sehr durchdachte Bedienung, das Bedienungskonzept und Tastenbelegungskonzept, was mein Kollege Ansgar Kraus in seinen Fonts verwendet. Allerdings sind seine Fonts viel umfangreicher, haben viel mehr Zeichen und sind natürlich grafisch perfekt durchdacht, was ich jetzt von meinen Fonts nicht unbedingt behaupten will. Ja, aber bei ihm ist das tatsächlich der Fall. Das ist absolut professionell, was er abgegeben hat. Meins ist ja bestenfalls semi-professionell. Dafür dürften meine Studenten das umsonst, natürlich kostenlos, umsonst ist hoffentlich nichts, kostenlos verwenden. Das hier ist die Tastenbelegung. Die letzte Seite der Dokumentation zeigt die Tastenbelegung und das sind so ein paar Dinge, die fast so sind, wie man sie erwartet. Also angenommen, ich würde ein großes T hier eingeben, da haben wir es, oder ein kleines T. Ich mache das jetzt hier mal unter Sibelius, gebe mal ein kleines T ein oder ein großes T. Dann passiert genau das, was Sie erwarten, auch mit S oder mit D. Oder Sie können auch schreiben groß D, klein P. Oder Sie können auch schreiben klein T, groß G, selbstverständlich. Was ist, wenn Sie Indexe brauchen? Vor allen Dingen Bass. Stufen natürlich. Das hat Ansgar Krause für sich so gelöst, dass er sagte, ich nehme doch die Ziffernreihe oben, gehe davon nach unten, etwas schräg nach unten, dann steht für die Ziffer 1 auf der unteren Tastenreihe über der oder schräg über der Ziffer, über dem Buchstaben Y. Wenn ich ein Y hier drücke, bekommt eine 1 und wenn ich dann direkt ohne weitere Maßnahmen, Weiterschaltung oder was, direkt ein T eingebe, habe ich hier eine Tonika auf der ersten Stufe. Man gibt immer zuerst bei Ansgar Krause und bei mir eben auch die Bassstufe ein und dann den entsprechenden Buchstaben oder die entsprechenden Buchstaben. Das ist jetzt hier sinnfrei, was da steht. Ich hoffe, das ist Ihnen klar, ja. Aber wenn ich hier mal T eingebe, könnte ich da zum Beispiel angeben eine 5 und dann D wie Dominante und dann beispielsweise, ja, vielleicht wird das ein Septakkord. Was mache ich dann? Versuchen wir es mal mit der 7. Tatsächlich, die kommt. Ja. Falls es ein Nonenakkord wird, dann gebe ich eben die 9 ein. Wenn ich aber die 7 dazu schreiben möchte, Dominant Sept-Nonenakkord, dann kann ich direkt, ja, wie kriege ich dann die Zahlen auf der zweiten Ebene? Nicht indem ich auf die untere gehe, dann kriege ich ja wieder das, sondern ich nehme die untere Ebene, das M habe ich gerade getippt und tippe ein Umschalt-M und dann setzt er mir erstens automatisch unter die erste Ziffer eine zweite und zweitens schaltet er weiter. Das tut er hier nicht. Wenn ich nur eine einfache Ziffer, die 9, eingebe, schaltet er erstmal den Buchstabenzwischenraum nicht weiter. Das tut er auch hier bei den Bassstufen nicht. Ja? Die 5
erlaubt, dass ich unmittelbar danach Dominante oder was anderes tippe, eine Funktionschiffre tippe. Die stehen dann halbwegs bündig. Ich arbeite noch an Feinheiten, an genauen Kerning-Paaren, die je nach Buchstaben und Ziffernkombination das Ganze etwas schön aussehen lassen. Der Font ist noch nicht perfekt. Ja, und dann tippe ich die 7. Auf einer oberen, hochgestellten Ebene bekomme ich eine Zahl. Und dann könnte ich, wenn ich weiterschalten will, einen Zwischenraum einfügen. Zum Beispiel 0 macht mir einen Zwischenraum, einen großen Zwischenraum. Da kann ich jetzt was anderes, sagen wir eine 5 daneben setzen. Gleichheitszeichen macht einen kleineren Zwischenraum. Ja, hier war schon einer, ne? Die 7. Und dann ein Zwischenraum, ein kleinerer Zwischenraum. Oder ein ganz kleiner macht die Grad-Taste. Da passiert fast gar nichts, wie Sie sehen. Wenn Sie das mal brauchen, ganz feine Zwischenräume mit Grad-Symbol. So, jetzt habe ich aber die 7 und wenn ich darunter eine andere Zahl setze, untere Tastenreihe und dann nicht klein, sondern Großbuchstaben, Groß B ergibt mir dann eine 5 und schaltet gleichzeitig weiter. Möchten Sie am Ende noch Alterationsformen angeben, zum Beispiel eine hochalterierte Septime, gibt es sowas, dann geben Sie ein E ein, weil Ansgar Krause das in seinen Fonts so gemacht hat, habe ich das auch so gemacht. Taste E macht hochalteriert, Umschalt E macht dasselbe für die untere Ebene. Oder R macht tiefalteriert, Umschalt R für die untere Ebene. Z macht ein Minus, Plus macht ein Plus, Umschalt Plus macht das da unten hin. Alles irgendwie relativ selbsterklärend. Z, was macht denn U? Ne, U macht was anderes, aber Z macht Minus, Umschalt Z unten, Z oben. Wenn Sie das mal brauchen, Plus gibt es. Es gibt auch noch Versetzungszeichen, die Sie eingeben können. Hier, ne, die eckigen Klammern beispielsweise, die geben sowas ein. Ne? Eckige Klammern. Zwischendominanten wären noch wichtig. Klammer auf, ist bei Ansgar Krause die Taste Q. Bei mir auch. Kleines C sagt, ich lege eine 3 in den Bass. D sagt Dominante. Und dann vielleicht eine 5. Jetzt gebe ich eine 0 ein für ein Leerzeichen. Jetzt gebe ich ein E ein für hochalteriert, eine 0 für ein Leerzeichen. Und dann W heißt Klammer zu. Und das Ganze soll sich beziehen auf ein nicht erscheinendes A-Moll. Dann gebe ich ein Umschalt-Q für eine eckige Klammer. Und dann schreibe ich TP einfach, wie es sich ergibt, logischerweise. Und dann Umschalt-W, um die Klammer zu schließen. Ja? Sehr kompliziert und sehr lang und ausladend, diese Schwierigkeit. Man kann das TP auch eigens extra eingeben, kleiner machen und frei positionieren. Das geht hier mit Sibelius alles. Sie können diese Buchstaben frei bewegen, wie Sie wollen. Oder Sie können es auch lassen. So, was können wir hier noch Schönes tippen? Was haben wir noch nicht besprochen? Also das sind Klammern. Rückbezogene Zwischendominanten könnte man beispielsweise zum Beispiel mit A kriegen Sie einen Pfeil nach rechts, mit Umschalt A einen nach links. Den nach links brauchen wir unter Umständen. Wenn das jetzt hier irgendwie eine Zwischendominante wird, die sich rückbezieht auf die Stufe davor. Nein, das wird jetzt unleserlich und kompliziert, ja. Aber in der Stufentheorie beispielsweise brauchen Sie die 5. Ja, Stufentheorie wäre die nächste interessante Frage. U heißt V bei mir. Warum? Weil die Taste V schon für eine tiefgestellte Ziffer verwendet wird. Groß U heißt dann eben dieses V. Und Ü heißt Slash. U, Ü, U heißt 5 vor 5, die Sekundärdominante. Kleines U, kleines I, kleines I, Ö heißt vermindert. Umschalt Ö, also Groß Ö, heißt halb vermindert. Und 7 heißt beispielsweise 7. So, und wenn Sie das Ganze alterieren wollen, können Sie zum Beispiel ein Umschalt Ü eingeben, dann haben Sie ein B. Sie können ein Ä eingeben, haben Sie ein Auflösungszeichen, ein Umschalt Ä, haben Sie ein Kreuz. Sie finden das hier. Das ist die genaue Tastenbelegung. Stufentheorie ist ja nicht ganz so umfangreich, wie das bei der Funktionstheorie der Fall ist. Deswegen nochmal zurück zur Funktionstheorie. Also Sie müssen ohnehin die Dokumentation lesen. Ich kann Ihnen das in einem Video nicht erklären, aber ich kann Ihnen zeigen, was alles geht. Und ein Blick in die Dokumentation, vor allen Dingen hier in die Zeichentabelle, in die Tastenbelegungstabelle, zeigt Ihnen, wie Sie da hinkommen. Wenn Sie das jeden Tag brauchen, haben Sie es schnell gelernt. Wenn Sie es nicht jeden Tag brauchen, dann braucht es eben nicht jeden Tag. Bestimmte Indexe brauchen wir noch. DV. Das V ist ja schon belegt, also sagte Ansgar Krause in seinem Font, und ich habe ihm das nachgemacht, DF. DF ergibt DV. Umschalt F ergibt ein großes N. Ja, es gibt hier den verselbstständigten Neapolitaner, klein s. Umschalt N ist der verselbstständigte. Viel wichtiger ist der italienische Neapolitaner SL.
Ansgar Krause, das ich auch. SL sagt, du hast den italienisch-neapolitanischen Akkord. Es gibt ja auch den italienischen Sechstakkord. Ne? Wie macht man den denn? Umschalt L sagt, du bist der italienische Sechstakkord in der Stufentheorie. Das ist jetzt wieder Stufentheorie. Internationale. Ja. Dann gibt es den German und den French Akkord. German ist kleines J. German 6,5. 6 und dann Umschalt B. Der German Sixth, wie er international heißt, wobei die Quinte beleidigt ist, weil die Amis sie nicht mitbenennen. German Sixth oder French Sixth können sich dann fast vorstellen, Umschalt J. Schade, dass die Grenzen geschlossen sind. Mein Herz blutet. German Sixth oder German 4-3. 4, Umschalt C ergibt die 3. Der französische Terzquartakkord oder French Sixth international. Was habe ich noch Wichtiges Ihnen zu bieten? Eine doppelte Subdominante braucht man fast nie. Umschalt O, aber eine Doppeldominante, einfaches O. Das hat sich auch Ansgar Krause ausgedacht. Einfaches O bedeutet Doppeldominante. Ich gebe vor dem Symbol eine 5 ein und dann möchte ich den tief addierten Doppel-DV haben. Dann gebe ich das Zeichen größer als ein, wie Sie es auf der Tastatur kennen. Kleiner, größer, ganz links auf der Tastatur. So, dann kommt das Doppeldominanz-Symbol. Ich gebe es nochmal ein. O. Und dann F für DV, so zum Beispiel. Oder 9 und dann 0 für Leerzeichen, Z für ein Minuszeichen. Oder Sie wollen das Ganze verkürzt haben, ja gerne, dann machen Sie Umschalt K und kriegen eine verkürzte Doppeldominante. Ohne Umschalt, also einfach nur K, ist der verkürzte D7, ja. Den braucht man ja häufig, den verkürzten D7 mit Quinte im Bass. Müssen Sie genau umgekehrt eingeben. 5 im Bass, K und dann das. Ja? Und das ist in der Stufentheorie beispielsweise Kreuz, U, I. Und dann brauchen wir 0, das Nullzeichen mit der Taste Ö als Sechstakkord. Ja? So geht's. Das ist der Fond Sechter, nach dem großen Simon Sechter benannt, weil Rameau schon anderweitig okkupiert wurde. Einige werden sich gewundert haben, warum mein Fond seinen Namen geändert hat. Verkürzte Dominanten haben wir besprochen, alle wichtigen Stufensymbole. Ich glaube, das war's für heute.